Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Part Zelda Ocarina of Time. Noch im Wassertempel. Ich habe noch mal kurz mich umgeschaut und ich hatte doch nichts vergessen. Ich hatte mich getäuscht, wir haben bisher alles richtig gemacht, so wie man es machen soll. Also alles gut. Dum, dum, da, dum. Zack, runter hier. Ja, das wollte ich nämlich. Ich habe so das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich. Okay, dort war der Raum. Und ich habe das Gefühl, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Also den letzten Teil, den habe ich nicht mehr ganz so im Kopf, aber das ist, denke ich, nicht allzu schlimm. Ich weiß jetzt aber übrigens, was wir eben vergessen haben. Da war nämlich noch eine Skulptur, das ist aber nicht tragisch. Hoppala. Dann machen wir das einfach doppelt und dreifach notfalls. Also ich gehe jetzt den Weg nochmal ab, dass wir auch wirklich nichts vergessen, bevor wir jetzt hier in den vorletzten Raum reingehen. Das wäre nämlich sehr schade hier. So, da holen wir uns jetzt noch diese Skulptula hier. Die dann auch so rumschmobst. So. Ich weiß, im Feuertempel haben wir nicht alle gefunden, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt brauchen wir. Was ist das hier? Nein. Hier, genau. Wo ich am Anfang gesagt habe, hier kommen wir noch nicht weiter mit dem Augenschalter. Na, kommst du jetzt runtergeknopst oder nicht? Da ist er. Ja, der soll mich ja nicht stören, deswegen warte ich den immer ganz gern ab. Und zwar kamen wir deswegen nicht weiter, weil wir da noch den Fanghaken, den Enterhaken hatten. Jetzt haben wir den. Oder umgekehrt. Ist ja auch egal. Jedenfalls hatten wir den kürzeren Haken und da kamen wir nicht bis hinter, wenn das Tor gleich aufgeht und deswegen können wir das jetzt erst machen. Einmal den Augenschalter. Und einmal den Haken. Also zum Rüberspringen reicht die Zeit nämlich nicht. Deswegen geht das nur so. Also haben wir hier den Block, den wir schon am Anfang mal geschoben hatten. Wo ich euch gesagt habe, es ist wichtig, dass wir das machen. Den können wir jetzt nämlich in die Ecke schieben und kommen dann hier weiter. So. Also hier müsste es noch einen Schlüssel geben, wenn ich mich nicht. Wie jetzt? Verarschen oder was? Ich jetzt. Ach nein, hier war das. Ach Gottchen. Genau. Tada, kleiner Schlüssel. Den wollte ich nämlich unbedingt noch holen. Den brauchen wir nämlich auch. So, da kommen wir nämlich hier nicht mehr raus, weil da ja das Tor wieder zu ist. Deswegen gibt es hier den Weg nach oben. Da können wir mal einen kurzen Blick auf unsere Karte werfen. So. Also hier oben brauchen wir noch den Raum vom Endboss und den Vorraum dazu. Hier haben wir schon alles erledigt, alles erkundet. Hier fehlt uns noch ein Raum, da kommen wir dann später hin. Und hier ganz unten fehlt noch einer. Das machen wir dann zum Schluss. Das sind die letzten Erkundungssachen, die wir vor uns haben. So, guck mal her. So, und dann müssen wir nochmal hier runter. Ich
War das jetzt richtig? Hallo? Ja, das war richtig. Okay. Können wir auch mit einem Pfeil, können wir die Dinger hier auch abschießen. Egal, wie man es macht, kann jeder machen, wie er will. Ich hätte jetzt auch den Enterhaken nehmen können, ginge genauso gut. So, jetzt machen wir den Wasserstand erstmal wieder ganz nach oben. Das ist jetzt nochmal notwendig. Also den Schlüssel, den brauchen wir unbedingt. Sonst wird es ihn ja nicht geben, nicht wahr? So. Hätten wir das erledigt? Machen wir hier den Kumpel noch platt? So. Zack. Und wenn der Wasserstand einmal hoch ist, gehen wir nochmal hier in den... Gehen wir hier nochmal in den Raum mit diesen Treppen. War das dort? Ja, ich glaube, das war dort. Ja, ich höre es schon. Genau. Und dann machen wir die hier mal kurz platt. Denn hier gab es noch diesen Controller, den wir uns noch nicht holen konnten, weil unser Fanghaken noch zu kurz war. Die holen wir uns gleich noch mit ab. Mit. Jetzt können wir hier auch schon wieder rausgehen. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz. Ich weiß nicht, ob wir den Wasserstand jetzt wieder ganz runter machen müssen, aber ich gucke jetzt einfach mal nach. Ansonsten wäre das ja kein Problem. Geht weg, geht weg. Ja, na klar. Die landen direkt hinter mir. Ah, hier. Ich mag die Dinger nicht. So, jetzt gehen wir hier runter. Und jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir in diesem Raum. Ist der mit überschwemmt oder können wir den nutzen? Ah, den können wir auch so nutzen. Sehr gut. Dann brauchen wir das mit dem Wasser ja nicht nochmal machen. Speichern zwischendurch. So, machen wir hier die Tür auf. Mit Schlüssel Nummer 1. So, jetzt haben wir hier so eine ganze Reihe Kollegen rumsitzen. Und wir brauchen jetzt hier eigentlich nur unsere Stiefel erstmal. Um durch diesen Raum zu kommen. Und wir müssen auch hier auf die, genau, auf die hier aufpassen. Wir hätten auch so dadurch schwimmen können, aber das ist so viel Strömung. Komm mal hoch. Ja. Tschüssi. Gehen wir hier gleich weiter. Ach, dann haben wir hier den Raum. Sind hier unten. Na, wie sag mal? Ein Elektromanta! Zerstöre ihn, bevor er dich erreicht. Genau, Elektromantas, die mochte ich schon. Die kannten wir schon aus Barinade. Wo wir im Yabu Yabu waren. Das sind die gleichen Gegner. So, haben wir noch welche? Ja. Die erledige ich lieber von oben mit Pfeilen. Das ist leichter. Bevor die dann da unten Rabatz machen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. So. Wir brauchen. Genau, wir können nämlich hier ein bisschen schummeln und uns ein bisschen Arbeit sparen. Also eigentlich müssten wir hier zwei Bomben platzieren. Einmal hier, wo der Riss in der Wand ist und einmal dort, wo es so etwas heller leuchtet bei den Steinen. Die wäre auch hohl. Dann müssten wir eigentlich einen Block hier rüberschieben, hier vorziehen und auf diesen Schalter legen, dass sich der Wasserstand hebt und wir dort oben hoch an die Treppe können. Aber die Mühe müssen wir uns gar nicht machen. Wir ziehen uns einfach die Eisenstiefel an. Lassen den Wasserstand steigen. Oh, ich warte da mal, bis der hier komplett fertig ist. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein. Wir ziehen jetzt einfach die Schuhe aus und schwimmen nach vorne. Und dann müsste es vom Wasserstand reichen. Genau, dass wir uns so hochziehen können. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber es geht. Und sparen uns dadurch ein bisschen Mühe.
So, Türe wieder zu. Wo sind wir jetzt? Okay. Okay, müssen wir. Das müsste der Dreierhop hier sein. Können wir die hier erstmal abknallen? Sonst stören die uns und schmeißen uns nur wieder runter. So wie dieser da, der von alleine runterspringt. Ja, gut, das war nix. Hallo? So. Da haben wir nämlich hier unten die drei Säulen, da müssen wir von Säule zu Säule hopsen. Und ich habe schon wieder keine Pfeile mehr, das ist schlecht. So, das ist auf Zeit, ist aber nicht so schlimm, wenn wir runterfallen dann. Machen wir das einfach normal. Ups. Bisher sind wir ganz gut durch den Tempel gekommen, bis auf diese Strudelangelegenheit, die war blöd. So. Und jetzt hier, bevor wir jetzt hier diesem Stein da folgen, holen wir uns die Skulptur, die da klebt. Muss ein bisschen vorsichtig sein, sonst reißt er uns mit und dann geht's aua aua. So, die holen wir uns jetzt zuerst. Dann müssen wir hier unten an den kleinen Schacht rein, der da ist. Das sieht man kaum. Aber hier müssen wir rein. So, ist hier irgendwo eine Muschel, genau. Oh, die hat Pfeile, das ist sehr gut. Dann wieder hochwärts. Oh, genau. Und dann hier die fiese Tür. Brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Ist so gemein. Und wir haben hier den Masterschlüssel. Yeah. Damit können wir dann zum Endboss gehen. Yay. Yeah. Der Masterschlüssel. Juhu. Haben wir den geschafft? So. Eine Fee brauchen wir. Ich habe ja eine, die reicht. Warum eigentlich nicht noch eine? Was haben wir denn? Noch eine Fee. Kann man sich also nochmal mit Feen versorgen vom Endboss. Das ist ganz gut. So. Jetzt gehen wir da runter. Ist die Muschel wieder da? Ja, natürlich ist sie wieder da. So, dann steigen wir da hoch. Die Strömung zieht uns schon weg. Da kommen wir nämlich hier auch in den Raum rein, wo wir angefangen haben. Hier ist gar nicht mehr. Genau, hier müsste unser Startpunkt sein. Ja. Okay, hier ist mal richtig. Wir können uns dann hier rüberziehen. Ich glaube, in der Folge mache ich auch noch den Endboss, wenn wir einmal so schön dabei sind. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gut, waren die Folgen jetzt insgesamt alle etwas länger? Ist ja nicht schlimm. Ja, natürlich. Gut, bin ich jetzt endlich mal los wenigstens. Ja, waren die Folgen zwar insgesamt etwas länger, aber wir haben den Dungeon dann doch in drei Parts geschafft. Gut, war ein bisschen gemogelt, weil da ein bisschen mehr Minuten dran waren pro Folge. Aber ist egal. Wir haben es geschafft. So, blub die blub. Guck ich jetzt. Ja, ich gucke in die richtige Richtung. Da können wir uns jetzt nämlich mit dem langen Fanghaken endlich hier ranziehen. Zack. So, gibt's nochmal Feen. Wer noch nicht genug hat. Und dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie hier hochkommen. So, Link, laufen wir. Am besten einfach ganz normal laufen. Nicht irgendwie Besonderes machen. Einfach hier am Rand lang. Fertig, oben. Und auf geht's zum Endboss. Ja. Nighty, Vorsicht! Das hier sieht nicht mehr aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendwas lauert hier. Hm.
Ja. Sieht schon komisch aus. Oh, wir können eine Runde baden gehen im Schwimmbecken. So, wir müssen uns natürlich erstmal auf so eine Säule stellen, dass die Sequenz aktiviert wird, wie immer beim Endboss. Oh, da kommt schon etwas angekreucht und gefleucht. Was ist das? Ich hab Angst. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß ja, was kommt. Aber es ist ein ekliger Gegner. Merkst du was nicht? Aquamöbis Wassertentakel Morpha. Ja, ganz toll. So, es gilt, den kleinen Kern da zu fangen. Und wir sollten uns auf alle Fälle von diesen Tentakeln fernhalten. Hier genau, von diesen Tentakeln müssen wir uns auf jeden Fall fernhalten. Die wollen uns nämlich greifen und in die Gegend schleudern. Irgendwie diesen Kern mit dem Enterhaken greifen. Das ist gerade nicht. Ah, nein! Er hat mich! Er hat mich! Nein, lass mich los! Das ist mir ja schon ewig nicht mehr passiert. Oh, Klatsch. Ja, genau. Der schlürt uns einmal quer durch den Raum, aber Pech haben sogar noch die Stacheln. Dann tut das nochmal mehr weh. So, ich höre ihn und das ist ein Kampf, wo man eigentlich eher abwarten muss. Da ist es wieder. Aber wenn man hier in so einer Ecke steht, ist man eigentlich relativ sicher. So weit kommen die nämlich nicht. So. Einmal haben wir ihn schon. Also wenn er hier unten rumkreist, dann lohnt es sich eigentlich fast gar nicht, ihn zu treffen. Und wir können hier gerade die wunderschönen Bugs-Grafik-Anzeigefehler bewundern, wer in der Ecke steht. Der kam auch nah. So. Eigentlich glaube ich, wir müssen ihn noch ein oder zweimal treffen, dann haben wir es auch schon erledigt. Mal gucken. Ach, ich mag dieses Vieh nicht. Ha, haben wir nochmal gekriegt. Das war jetzt Glück, dass wir nochmal erwischt haben. Ich glaube, beim nächsten Mal dürfte er jetzt hinüber sein. Ja, er fing nämlich auch an, mehr Tentakel zu machen. Aber haben wir schon besiegt. Mit dem Figurenschild kein Problem. Da geht das alles viel schneller. Yeah! Das Vieh ist erledigt. Und am Ende war es ja doch nur Wasser. Versteckt das mal weg. Jetzt müssen wir noch unser Herzteil suchen. Das muss ja unten irgendwo im Becken sein. Nein. Da ist es. 14 Herzen. Yay. So, wir haben noch insgesamt 2 Tempel vor uns. Das heißt noch 2 Herzchen. Wir müssen also noch 4 Herzcontainer durch Sammeln irgendwie zusammenkriegen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Gehen wir es mal rein hier. Zing!
Halle der Weisen. Haben wir doch viel geschafft heute. Also für mich ist es heute. Für euch sind es mehrere Parts. Ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Ach, ist wie schön. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Ja, ist ja auch mal was, ne? Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Ja, da hätten wir Salia, Marlon, Prinzessin Zelda. Ja. Merke an dieser Stelle, wir haben eine Kindheitsfreundin im Petto, wir haben ein Bauernmädchen im Petto und zwei Prinzessinnen. Das ist kein schlechter Schnitt. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda? Ja. Gib's zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Ja, ist ja gut. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Yeah, noch ein Amulett. Hui. Das Amulett des Wassers. Ruto gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Yay. Fing. Wenn du Schick triffst, dank ihm von mir, okay? Machen wir. Man muss nicht vergessen. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See, Nighty. Du hast es geschafft. Ey, Sheik, du hier, ich soll dir von Ruto Danke sagen. Ruto wollte sich bei mir bedanken? Ja, ja, ganz genau. Ich verstehe. Auch in ihren Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Nighty. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wieder zuvor. Wie zuvor. Upsi. Yeah! Alles wieder schön hier. Nein, geh doch nicht. Bleib doch noch. Oh, ist schon wieder weg. Da oben und Link kriegt es nicht mit. Na, wie geil. Nee. Ups. Das war's erstmal vom Wassertempel und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir ein paar Kleinigkeiten erledigen. Bis dann. Tschüss.